Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Pick-up-Folge. Ich hatte zwar am Mittwoch ja schon ins Hochelan, aber ich die letzten 14 Tage davor halt vergessen hatte, irgendwie, also vergessen nicht, irgendwie keinen Bock hatte, halt dann chillen halt. Ja, ich will den Trott jetzt aber beibehalten, das heißt Trott am Wochenende in eine Pick-up-Folge oder irgendwas anderes hochzuladen. Okay, labern wir nicht so viel rum. Ja. Was hat mir geholt? Einmal Siberia 2 für die PlayStation 2. Richtig schön Zustand, das ganze Ding. 1A. Ich habe noch nie ein Siberia-Teil gespielt. 3 gibt es wirklich jetzt, wa? Waren Sie gewesen? Oder 2? Ist auch real. Juckt mich schon die ganze Zeit. Jetzt habe ich ihn hier und werde das Ding bestimmt irgendwann mal spielen. Keine Ahnung wann. Vielleicht auch, wenn ich auf Rente bin. Hat mich jedenfalls die ganze Zeit gejuckt. Wird jetzt auch so ein bisschen kunterbunt, Konsolen, diesmal ist ein Mischmasch so drin, ja, bei mir. Dann PlayStation 3, das Spiel hatte ich zwar, aber ich habe dann festgestellt, ich habe halt bloß noch einen leeren Cover. Und der Cover ist auch ziemlich angeschlagen gewesen, weil so eine Mann damals in der Hand hatte, das Spiel. Uncharted 3. Habe ich jetzt komplett da wieder. Alles okay. Das Einzige ist halt okay. Das sind halt diese PS3-Cover, die ihr das erkennen könnt, die sind so stumpf zerkratzt, die Dinger da so. Kann man irgendwann mal austauschen, ist eh nicht so der teure Titel irgendwie, weil es bloß wieder in der Sammlung drin haben. War ein geiles Spiel, verspielt ich sehr irgendwann noch mal durch. Dann PS5 halt noch was geholt. Und zwar ein Spiel eigentlich so. Ja, also diese Rollenspiele, die fressen mir zu viel Zeit. Das hat mich schon die ganze Zeit gejuckt, weil das immer sehr, sehr gute Kritiken gekriegt hat. Und ich habe es mir jetzt mal besorgt und wirklich vorgenommen, das noch dieses Jahr zu spielen, und zwar Tales of Arise. Ist auch alle drin, und was ich ganz nice finde, bei dem Ding, wir haben den Cover, so, und es ist ein Wendecover drin. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich jetzt so angucke. Ich glaube, den finde ich besser. Den mache ich, glaube ich, die Seite mache ich, glaube ich, drin. Ich muss mir das unbedingt mal angucken, habe auch schon mal Let's Plays angeguckt. Und es sieht schon nice aus, aber wird auch so ein Zeitfresser sein, das Ding. Aber ich habe mich schon lange gejuckt, das Teil. Dann will ich in der Serie, will ich auf jeden Fall alle Spiele hier haben demnächst. Weil ich finde die Spielserie einfach geil, obwohl die wirklich die Kuh gemolken haben bis zum Gehtnichtmehr. Das hatte ich ja beim letzten Pickup schon gesagt. Ihr habt uns was Street Fighter. Ich habe jetzt Street Fighter 4. Und das ist das jetzt Super Street Fighter 4 für die Xbox 360. Auch kompletter Ding. Also von den Spielen selber her, wenn ich alle jetzt habe, fehlt mir noch die 5 und die 6. Gut, sind kein Problem, die Teile zu kriegen, aber ich will mal gucken, ob ich mir vielleicht, obwohl die gerade die alten halt relativ teuer sind, halt da auf den alten Konsolen SNES oder Co. irgendwie noch besorge, weil irgendwie hat das ja auch seinen Charme, obwohl es bescheuert ist. Ich habe ja auf der Collection, was ich mir letztes Jahr geholt hatte, ja, ist ja alles von 1 bis 3 komplett drin gewesen, ja. Da waren alle Teile drin gewesen. 12 Stück waren es ja irgendwie. Aber irgendwie ist es ja schon ganz geil in der Sammlung drin. Und da habe ich bis jetzt bloß eins. Ich glaube, Street Fighter 2 Turbo fürs SNES-Zip. Ich glaube, ja, das war es gewesen. Dann mal was für die Wii. Obwohl ich mit der Konsole eigentlich. Ich habe letztes Mal ein Adventure angefangen gehabt. Durfte das nicht ganz eine Durchsetzung, was man dann doch mit diesem Point-and-Click-Adventure ein bisschen genervt hat. Spiele ich nicht so viel, aber. Du kriegst ganz witzige Spiele, finde ich, da für wenig Geld. Und Disney war immer gut gewesen. Und den Film fand ich absolut süß. Den sehe ich immer noch in Serie, ne? Oben. Ich vermute mal, das ist so Jump-Run-mäßig in 3D. Jump-Run irgendwie so was. Und Fliegen tust du wohl auch. Ist alle drinne und 1A-Zustand. Ich glaube, ich hatte mit Versand gerade mal 3 € für das Ding bezahlt. Also, die kann man auf jeden Fall machen. Ich finde die Disney-Spiele ganz süß. Die macht doch wirklich nicht alle Disney-Filme, mag gerade die alten. Sobald die anfangen zu singen, oh Gott, ey, könnt aus dem Fenster springen. So, Mega Drive kam ein bisschen was. Und da ich ein ganz gutes Bundle gehabt, das waren 5 Spiele, OVP Zip, glaube ich, sehr alle gewesen. Ein einzelnes Modul hatte zusammen 40 €, glaube ich, irgendwie so hat in dem Dreh gekostet. Ja, einfach die Komma nimm mal mit, zwei hattest du.
Ja, vorhin schon, aber selbst da hat es immer noch gepasst ja, mit dem Preis, weil es immer noch günstiger wäre, wenn ich mit Dinger 1 in die geholt hätte, um Mega Drive. Da geht jetzt nicht ganz so nach dem Spiel, da möchte ich einfach wirklich eine Sammlung haben, die wird immer mehr wächst, weil ich mag die Konsole ganz einfach. Das erste ist, das nennt sich Bulls vs. Lakers in the NBA Playoffs. Basketball. Ist auch tutto completo, das Ding, also das Modul und die Anleitung, ja, so rum, ja, so rum. So, irgendwie, hat die auf beiden Seiten? Ja, die kannst du so und so halten. Ja, ist okay. Alle drinnen. Die Laschen fehlen aber. Mal gucken, ich hab's noch nicht gespielt. Die sieht ganz nice aus, so vom. Von der Optik so. Bin mal gespannt. Dann wieder ein bisschen Boxen bei gewesen. Evander Holyfield's Real Deal Boxing. Ich glaube, dazu habe ich sie ja schon. Let's Play aufgenommen, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja, keine Ahnung. Ansonsten müssen wir rufen. Diese gibt es ja nicht. Ist auch alle drinne. Und wieder halten die Anleitung, diese blöde drinne. Ey, ich glaube, da fand ich ein Let's Play aufgenommen. Ist ja egal, werdet ihr ja sehen. Also, wenn es jetzt schon hochgeladen und kommt dann irgendwann. Und zu guter Letzt, die spiele ich eigentlich mal ganz gerne, die Spiele. Also, die alten, die neuen finde ich gar nicht mal so schön. Golf, PGA Tour Golf 2. Ist ein Low-Cost-Titel. Jetzt sind übrigens, wenn das Ding einzeln muss, bis unter 10 Euro bei. Ist auch alle drinne. Ich fand die alten Dinger ganz schön immer. Also auch die NES-Zeiten und so, SNES-Zeiten, die fand ich immer so. Die haben mal Bock gebracht. Die waren so schön Schilling gewesen, die ganzen Spiele. Jo. One of the best games steht da vorne drauf. Könnte damals gewesen sein. Und was noch drin lag, und darüber geht es an dich, wenn du das haben willst, erzeugen, sag Bescheid. Immer FIFA International Soccer, das nackte Modul, war noch mit bei gewesen. Und dann NHPL Hockey 93. Ist zip, aber die scheiß Verpackung ist im Arsch. Und da es dann die A-Module sind, die haben ja extra Formen, es ist immer blöd, dann eine extra Verpackung zu kriegen. Darin, da ich dir eher die Anleitung rausschicken würde und bloß eine Anleitung alleine, ist ja irgendwie ein bisschen blöd, wenn die jeden Spieler haben wird, sag Bescheid, dann schmeiß ich die einfach mit drin, keine Ahnung, hier musst du halt gucken. In den Cover, weil der ist mit dir im Arsch. Jo, das war's mit den Pickups gewesen. Dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Samstag. War, ihr könnt ja noch Kombis schmeißen, oder wie ihr so findet, was ich mir da geholt habe. So. Da kommen noch ein paar andere Sachen jetzt. Sind noch was auf dem Weg. Ja, der Alte war wieder shoppen gewesen. Aber sind halt, wie gesagt, ich suche jetzt immer Sachen, die ich wirklich haben will, weil entweder das Spiel geil finde oder unbedingt mal spielen will oder weil es halt eine Konsole ist, die ich aufbauen will, die Sammlung. Also Mega Drive, Master System und die alten Dinger in Television, ColecoVision und Atari sind halt so mein Steckenpferd. So. Okay, dann macht's mal gut und vergesst ein Like und ein Abo nicht und ihr könnt mich gerne weiterempfehlen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Olli.